Berlin, Berlin, der Kinofilm. Die Kinofortführung einer alten TV-Serie, wo man sich glatt fragen muss, kennt die noch irgendjemand? Das war eine ARD-Vorabendserie, die, glaube ich, von 2002 bis 2005 gelaufen ist. In der Hauptrolle Felicitas Woll als Lolle. Die spielte eine junge Frau, die vom Land nach Berlin zieht, eigentlich wegen einem Typen, dann da ein wenig hängen bleibt und dann folgte man 4 Staffeln lang, wie sie versucht, ihren Traum zu erfüllen, eine Comiczeichnerin zu werden und natürlich, wie sie hinter diversen Typen hin und her geeiert ist. Das war eben eine ARD-Vorabendserie, sympathisch, harmlos und ich glaube zu ihrer Zeit recht zeitgemäß. Ich selber habe die Serie komplett geschaut, allerdings nicht damals, sondern vor 4 oder 5 Jahren, als ich mal die Möglichkeit hatte, die gesamten DVDs in die Finger zu bekommen. Da habe ich das so in einem Rutsch geguckt und auch relativ schnell wieder vergessen. Vielleicht, weil ich nicht zur Zielgruppe gehöre, denn ich war nie ein junges Mädchen, das in Berlin lebt. Jetzt, nach gut 15 Jahren, geht das Ganze aber weiter in Form eines Kinofilms. Man könnte es so sagen, der Film ist 80 Minuten. Besonders viel haben wir hier nicht, was erzählt werden muss. Inhaltlich haben wir einfach wieder die Hauptfigur Lolle, eine sympathische, aber verpeilte Frau. Zu Beginn gibt es einige Turbulenzen, durch die sie zum Sozialdienst geschickt wird. Dort trifft sie auf Dana, eine selbstbewusste, aber sehr chaotische und sehr kriminelle junge Frau. Und Dana verwickelt Lolle in weitere Schwierigkeiten. Das kann man jetzt sehr ausführlich ausführen, kann es aber auch relativ knapp halten. Dana und Lolle verlassen durch Umstände, die ich nicht ganz kapiere, Berlin, landen irgendwo in der Pampa und haben ab da einen sperrigen Weg nach Hause. Dabei treffen sie auf, wie auf einer Strichliste, auf diverse Gestalten, auf ein paar Drogenhändler, auf eine Nacktsekte, auf einen notgeilen Polizisten und so weiter. Alles Dinge, die man wie auf einem Strichzettel so abhakt, das muss noch passieren, das muss noch passieren, das muss noch passieren. Gleichzeitig sind dann da entsprechende Typen unterwegs, die sie suchen und so. Also wir haben hier nicht eine durchgehende Handlung, die erzählt wird, sondern im Grunde ist es eine Sketchparade fast, in der einfach lustige Szene an lustige Szene an lustige Szene gepappt wird und das Ganze soll dann irgendwie von Felicitas Woll in ihrer Rolle aufrechterhalten werden. Was auch wieder aufkommt, was in der Serie relativer Standard war, wann immer Lolle in der Serie extreme Emotionen hatte, wurde das durch Comics gezeigt. Also es gab so eine Zeichentrick-Lolle, die dann, keine Ahnung, wenn sie wütend ist, so explodiert oder sonstiges. Dasselbe wird hier aufgegriffen. Allerdings kann man jetzt 15 Jahre später und mit ein wenig mehr Budget in der Tasche das Ganze richtig animieren. Der Gag an sich ist trotzdem so von Anno Pief und kommt auch nicht sonderlich gut rüber. Und man kann es so sagen, ich habe den Film in einer Pressevorführung gesehen und ich habe es noch nie erlebt, dass in einer Vorführung, in einem Pressescreening, dass da die Kritiker nach wenigen Minuten aufstehen und gehen. Und das haben hier ein paar gemacht. Ich selber gehöre ja noch fast eher zur Zielgruppe, weil ich zumindest die Serie kenne, kann aber gleich sagen, man braucht sie im Grunde gar nicht mehr im Kopf zu haben. Der Film eröffnet mit einer Rückblende, die nochmal so ein paar Eckpunkte der Serie aufgreift. Und wenn man 90 Minuten oder gut 90 Folgen Serie in weniger als 2 Minuten zusammenpappt, merkt man schon, dass die Thematik nicht nennenswert viel hergegeben hat. Beziehungsweise nichts hatte, was unfassbar lange erzählt werden muss und schon gar nichts, was jetzt nochmal im Kino ausgewertet werden muss, weil ich nicht ganz verstehe, wer die Zielgruppe für diesen Film ist. Es gibt bestimmt einige junge Mädels, die damals das Ganze im Fernsehen gesehen haben, die es bewundert haben oder auch später auf DVD und jetzt mal sich freuen, Lolle nach so vielen Jahren und Felicitas Woll auch in echt gealtert so wiederzusehen. Und für die ist das hier bestimmt ein ganz großes Fest. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Zielgruppe, genau diese Zielgruppe, so groß ist, dass sich so ein Film damit refinanziert. Wenn man die Serie nicht kennt, kommt man mit dem Film durchaus klar, weil es Reißbrettfiguren sind. Und der Umstand, dass das Darsteller und Figuren aus der Serie sind, so ein Zückerchen ist. Aber man könnte das Ganze auch bei Null nehmen, wie eine Art Roadmovie, in der ein paar Charaktere einfach nur durch die Gegend reisen. Und eigentlich ist es ein unfassbar dümmlicher Film mit zahlreichen vergeigten Gags und zahlreichen Übersteigungen. Ich möchte den Schluss jetzt nicht detailliert erzählen, aber es kommt ein Comic-Gag in den Showdown, der so jenseits over the top ist. Ich habe mich jetzt nicht schreiend gelangweilt und es gab immer mal wieder einzelne Momente, Gags, Szenen, die gut funktioniert haben, zum Beispiel ein Kurzauftritt von Armin Rohde,
Aber unter dem Aspekt, dass hier ein altes Material nach 15 Jahren noch einmal rausgebuddelt wird und dann die Figuren, die auch in der Serie natürlich lustig aufgezogen waren, aber hier zu so albernen Gags mehr oder weniger genötigt werden und dass diese ganze Thematik nicht einfach so liegen gelassen wird, sondern so künstlich gezogen wird. Das ist relativ schmerzhaft und selbst bei einer Lauflänge von 80 Minuten ist dieser Film über weite Strecken eine Tortur. Ich finde es schade für die Darsteller, die hatten bestimmt eine Menge Spaß, da nochmal so in diesem Rahmen und in diesen Rollen zusammenzukommen. Für den Zuschauer bleibt da nicht besonders viel Spaß über. Ich selber gebe dem Ding laue 2 von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Habt ihr die Serie damals gesehen? Freut ihr euch auf diese Kinoauswertung oder ist das Thema für euch abgehakt? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao.